Herzlich willkommen zu diesem Kurzvideo zu einer Windows 11 Grundkompetenz. Hier geht es nämlich um das Festlegen eines bestimmten Grafikers als Desktop-Hintergrund. Schauen wir uns das gleich an. Im Windows Explorer habe ich jetzt hier einen Ordner und da habe ich eine Datei und die möchte ich jetzt als Desktop-Hintergrund festlegen. Ich wähle sie mit der linken Maustaste aus, rechte Maustaste, das Kontextmenü geht auf und hier habe ich schon den entsprechenden Menüpunkt als Desktop-Hintergrund festlegen. Das ist im Hintergrund dann, hier ist der Desktop, wurde diese schöne Grafik als Desktop-Hintergrund festgelegt. Ja, und das war's schon. Danke für deine Aufmerksamkeit.